Von der Rennstrecke ins Familienidyll und gleich wieder retour. Das hatte Mercedes offenbar im Sinn und entwickelte den neuen AMG GT Viertürer Coupé. Der sperrige Modellname steht für bis zu 639 PS in einem hochpotenten Sportwagen, der dennoch Platz für bis zu 5 Personen und 455 Liter Gepäck bietet. Ab Sommer 2018 ist der AMG GT Viertürer zu Preisen ab weit über 100.000 Euro zu haben. Wahrscheinliche Hauptrivale: der Porsche Panamera. Als AMG GT 63 S fühlt sich das viertürige Coupé an wie ein Renngerät reinsten Wassers. Pfeilschnell sprintet der Bolide drauf los. Erst bei 315 km/h endet die soundstarke Beschleunigung. Auch extremes Kurventempo ist für den Supersportler offenbar ein Kinderspiel. 639 PS machen ihn zum stärksten AMG überhaupt. In nur 3,2 Sekunden sprintet der familienfreundliche Bolide auf 100 km/h. Ein Spezialmodus ermöglicht es dem AMG-Piloten, wie ein Rallye-Profi durch die Kurven zu driften. Allerdings ohne ESP und mit reinem Heckantrieb. Versierte Fahrer werden so zum tollkühnen Quertreiber. Beide GT4-Türer verdanken Agilität und Sicherheit einem hecklastigen Allradantrieb mit variabler Kraftverteilung. Ergebnis? Traktion in praktisch jeder Lebenslage. Einstiegsmotor beim AMG GT 53, ein 3-Liter Reihensechszylinder mit 435 PS. Auch damit ist man offensichtlich und gut hörbar recht flott unterwegs. Der AMG GT 4-Türer Coupé sieht aus wie eine Mischung aus Mercedes S-Klasse Coupé und CLS. Das Design lässt den Familienracer sehr maskulin und bullig erscheinen. Viele Details sind typisch Mercedes. Der für AMG charakteristische Panamericana-Grill darf auch beim flotten Familienfreund nicht fehlen. Die lange Motorhaube hat zwei Powerdomes, die vorderen Rathäuser sind stark betont. Wie der zweitürige AMG GT hat auch der Viertürer am bulligen Heck ungewöhnlich schmale Rückleuchten und einen markanten Diffusor. Aktive Aerodynamik heißt unter anderem, der Heckspoiler lässt sich in mehreren Stufen ein- und ausfahren. Zum extrem sportlichen Aero-Paket gehören ein größerer Front- und ein feststehender Heckspoiler. Im Innenraum des GT4-Türers wird schnell die Verwandtschaft zum zweitürigen Schwestermodell klar. Vor allem an der Mittelkonsole im V8-Design. An S-Klasse und Co. erinnern das opulente Widescreen-Cockpit und die Mercedes-typischen Lüftungsdüsen in Jet-Optik. Je nach Ausstattungspaket herrscht im Innenraum sportliches Carbon- oder Chrom-Design. Egal ob im AMG GT 63 Viertürer auf der Rennstrecke oder im GT 53 auf der Landstraße. Mit diesem Tausendsasser ist Mercedes wieder einmal ein großer Wurf gelungen.